darum können wir keine schönen Dinge haben. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir dir unsere 5 wichtigsten Dinge, die allen das Computerspielen verderben. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste werden wir uns die 5 Gründe ansehen, von denen wir glauben, dass sie die Videospielindustrie ruinieren. Diese Probleme können am Spiel selbst liegen, der Spielergemeinschaft oder der gesamten Branche. Nummer 5. Unvollendete Spiele. Würdest du ein Album streamen, das nicht vernünftig gemixt wurde? Oder dir einen Film ansehen, der schlecht geschnitten und unvollendet ist? Nun, okay, da war Justice League, aber egal. Warum kaufen wir weiterhin Spiele, die veröffentlicht wurden, obwohl sie unvollständig und fehlerhaft sind? Sie werden aus unterschiedlichen Gründen so ausgeliefert. Moderne Spiele sind komplex, Unternehmen müssen Termine einhalten und Software-Updates können leicht vertrieben werden. Das ist genau das Problem. Herausgeber erlauben sich das Motto, kauf jetzt und wir reparieren es später. Natürlich gab es schon immer fehlerhafte Spiele, aber sie werden zunehmend im unfertigen Zustand veröffentlicht und das ist ein schlechtes Vorzeichen für die Zukunft der Branche. Nummer 4. Risiken werden nicht mehr eingegangen. Willst du Neuheiten in deinen Videospielen? Dann musst du dich auf dem Indie-Markt umschauen. Bei den AAA-Unternehmen wirst du diese nicht finden. Heutzutage ist es äußerst selten, dass AAA-Unternehmen große künstlerische Risiken eingehen, was durchaus verständlich ist. Es ist viel einfacher, ein 15. Call of Duty zu machen, als 100 Millionen Dollar für etwas auszugeben, das fehlschlagen könnte und das Unternehmen enorm viel Geld kostet. Jahr für Jahr den gleichen Mist will keiner. Nummer 3. Konzerneinmischung. Deus Ex Mankind Divided. Augment your pre-order. Sign up now. Wenn wir nur einen Beitrag für diese Liste auswählen dürften, wäre es wahrscheinlich dieser. Die vielen und unnötigen Fortsetzungen reichen scheinbar noch nicht. Unternehmen haben zahlreiche andere Möglichkeiten, in Videospielen herumzupfuschen. Abgesehen vom Indie-Markt ist es sehr offensichtlich, dass diese Firmen nur am Geld interessiert sind. Vorbestellungsanreize dienen nur zum Kohleabgreifen. Es scheint, als ob jedes größere Spiel irgendeine Form von herunterladbaren Inhalten enthält, um noch mehr Geld daraus herauszuholen. Sony zum Beispiel will keine plattformübergreifende Integration. Das ruiniert nicht nur den ganzen Spaß, sondern lässt diese Firmen auch wie herzlose Konzerne aussehen, was sie ja auch sind. Nummer 2. Gehässigkeit. Auch wenn Unternehmen die meiste Zeit die Spielverderber sind, kann man nicht leugnen, dass auch Spieler für einige der negativen Seite bei Videospielen verantwortlich sind. Die Spieler-Community ist bekannt dafür, dass sie besonders gehässig sein kann und das aus vielerlei Gründen. Kindisches Geschrei und Wutausbrüche sind online nichts Ungewöhnliches. Doch einige Spieler gehen oft nur wegen einer Kleinigkeit viel weiter. Why are you Torbjorn? Dude, it's alright. Sie verderben anderen den Spaß oder verlieren sogar absichtlich. Nicht zu vergessen sind auch die Morddrohungen, das Doxen, der Sexismus und das Swatting. Wir verstehen zwar, dass dies eine lautstarke Minderheit ist, aber der Community tun diese Leute keinen Gefallen. Nummer 1. Mikrotransaktionen. Erinnerst du dich daran, als man früher ein Spiel kaufte und damit den kompletten Inhalt erhielt? Das waren gute alte Zeiten. Mikrotransaktionen werden zu einem großen Problem in der Branche und alle haben die Nase voll davon. Harmlose Dinge, die nur Äußerlichkeiten verändern, sind persönliche Vorlieben. Aber immer mehr Spiele nutzen Mikrotransaktionen, um das Erlebnis komplett zu verändern. Spiele wie Shadow of War wurde 2017 dafür kritisiert, weil sie das Grinden im Spiel vereinfachten. Und Star Wars Battlefront 2 nutzt diese sogar, um den Spielern echte Vorteile zu verschaffen. Wir sehen schwarz für die Zukunft der Videospiele, wenn dieser Mist so weitergeht. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.